Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Marietzl und werde mich jetzt als Erntehelfer betätigen. Ich will eben das Stroh sammeln, denn bisher hat es noch nicht angefangen zu regnen. Aber es ist immer noch gemeldet und kann jeden Moment anfangen. Also werde ich mich hier mal beteiligen. Das Feld ist fast abgeerntet. Das funktioniert mit den beiden dort sehr, sehr gut. Und jetzt werde ich hier ebenso tätig werden und das eben von Hand einsammeln, das Stroh. Das fühlt sich schließlich besser an, wenn man das im trockenen Zustand einsammelt, ne? Ich will mal gucken, ob ich das hinbekomme, bevor das regnet. Denn Stroh kann ich noch genügend gebrauchen. Jede Menge. So, die Ecken schön mitnehmen hier. Gut, wunderbar. Ich habe schon so oft einfach so von Hand Stroh gesammelt. Manchmal Musik dabei gehört und mitgesungen. Das macht richtig Laune. Das ist genau so eine interessante und entspannende Beschäftigung wie Schwaden. Das mache ich einfach auch gerne. Schwaden tue ich auch manchmal sogar von Hand. Aber im Stream mache ich das nicht. Das wird für euch eventuell langweilig, wenn ich dann die ganze Zeit vielleicht auf einem riesengroßen Feld solche Sachen mache von Hand. Aber das jetzt hier mache ich jetzt einfach mal so weit, wie ich jetzt hier komme. Ich habe die beiden Düngerbanausen in die Spur geschickt. Die tun auch ihren Job. Die Ballen habe ich abgeliefert, abgegeben. Ich habe allerdings, fällt mir gerade mal eben ein, den Auftrag noch nicht abgerechnet. Das kann ich ja nachher immer noch machen. Ich habe gedacht, jetzt ist das ja erstmal vorrangig. Ich muss gucken, dass ich das hier noch schaffe vor dem Regen. Naja, und nach dem Regen muss ich dann gucken, dass ich meine eigene Ernte einbringe. Mein Raps ist reif. Das ist sehr schön. Und dann muss ich gucken, wann ich und ob ich Sorghumhirse oder normale Hirse brauche. Da muss ich auch nochmal schauen. Und das vorbereitete Feld dafür hat mittlerweile Unkraut, aber ich werde einen Teufel tun, da jetzt drüber fahren. Das wird dann beseitigt bei der Aussaat. Sonst muss ich ja wieder Steine sammeln. Nö, das haben wir schon mal gemacht. Nochmal mache ich das jetzt nicht. Dazu habe ich jetzt wirklich keine Lust. Steine sammeln. Nö. Da streikt Marietzl. So, das funktioniert gar nicht. Ich hätte so einen anderen Traktor davor ausspannen, da wäre schneller gegangen. Aber jetzt, die sind beschäftigt, die großen Banausen. Wenn ich etwas langsamer hier in die Kurven reingehe, kriege ich die Kurve sauber ausgeräumt. Das klappt wunderbar. Es gibt ein paar Stellen, wo so ein paar wenige Zwiesel stehen geblieben sind, aber das ist mir egal. Ist nicht mein Feld. Ist eine Mission. Und wenn da ein bisschen was steht an den Ecken hier, dann ist das so. Das muss dann halt bei der nächsten Feldarbeit beseitigt werden. Und zwar nicht von mir, sondern von dem Bauern, dem das hier gehört. So. Ja, und gut, dass ich so einen guten Anhänger habe. Der passt sehr viel rein. Der braucht nicht viel hin und her fahren. Der ist da, wenn der Drescher voll ist, dadurch. Und da geht das ja auch alles schneller. Jetzt wäre der Map Cleaner von Manni richtig gut. Wenn man mal so richtig cheaten will, da brauche ich nur einmal ringsherum fahren und da ist das Feld geräumt. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem für dieses Projekt hier. Naja, Projekt kann man dem eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mir hier kein Ziel gesetzt. Ich will mir hier nur einen richtig guten Hof aufbauen. Da gibt es kein anderes Ziel, irgendwie was Spezielles zu erreichen oder die Marsch, die ist für mich ein permanent Projekt, sage ich mal. Das nimmt kein Ende. Das kann man immer spielen, bis es den nächsten Landi gibt. Es kann sein, dass ich zwischendurch vielleicht mal eine Pause damit mache, wenn ich eine ganz, ganz andere tolle Map finde oder so durch Zufall vielleicht.
dass ich mal was probiere, was anderes. Das ist durchaus möglich, das ist nicht auszuschließen. So, jetzt nehmen wir das hier auch alles schön sauber mit. So, sehr gut. Aber ansonsten, also die Marsch, die bleibt erhalten. Die bleibt erhalten, da kann man ja so viel dran mitmachen und so viel Fett entwickelt die ja weiter. Es wird immer wieder neue Sachen geben und das ist das Schöne. Vor allen Dingen, ich mag das, auf einer Map zu spielen, wo ich genau weiß, wo was ist. Und diese Map hier, die kenne ich seit dem 17er. Da weiß man wirklich, wo was ist. Da kann man zielgerichtet spielen und das ist einfach viel, viel wert. Das macht mir Spaß, das gefällt mir halt so. Aber es gibt noch ein paar andere Karten, die mir gefallen. Ich liebäugle noch mit einer Karte, die eine einfache Map ist. Und ich weiß aber noch nicht genau, ob ich das werde machen. Das muss ich mir erstmal genau überlegen, da, denn die richtigen Fahrzeuge, die man da normalerweise braucht, die gibt es da nicht wirklich. Das wäre eine Karte, auf der man mit kleineren Fahrzeugen spielt, Richtung Oldimer oder so. Naja, ich weiß noch nicht. Es reizt mich ein bisschen, aber ich glaube, auf Dauer ist es dann vielleicht doch nicht so ganz und gar das Richtige. Ich muss mal schauen. Im Moment weiß ich noch genau, gar nicht genau sagen, wollte ich sagen. Nicht genau, sondern gar nicht genau, was noch alles kommt. Ich habe ja auch noch Planet Zoo. Das mache ich ja auch sehr, sehr gerne, aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Sehr zeitintensiv, wenn ich da was vorbereite. Da habe ich meistens an die 3-4 Stunden Arbeit, also Spiel. Und das muss ich dann runterschneiden auf die Videolänge. Und das ist nicht ganz einfach. Shorty hat mir auch schon geraten, einfach die Videos zu unterteilen. Damit habe ich noch ein bisschen wenig Erfahrung, wie ich das dann hinkriege. Es soll ja in einem Video auch ein bisschen so sein, dass es interessant ist und nicht nur wenig zu sehen gibt. Und naja, ich muss mal gucken, wie ich das mache, aber irgendwie kriege ich das hin. So, jetzt bin ich im letzten Vorgewende bereits, das ist super. Dann geht es schon auf die Reihen. Das ist jetzt mal ein eigenartiges Video, ne? Ich tue einfach nur Stroh sammeln und quatschen. Nee. Es gibt auch noch ein bisschen was anderes gleich. Wir haben ja noch Zeit. Ich will jetzt nur rüber auf die andere Seite und dann pausiere ich das hier erstmal und schaue erstmal, was die anderen Banausen auch alle machen. Ob das überall klappt. Ich fange ganz außen an hier mit den Reihen. So. Ganz genau, und zwar hier. So, und hier lasse ich den jetzt erstmal einen Moment stehen. Und will erstmal gucken, was überall los ist. Ah, der ist fertig hier. Okay. Das ist die 64. Da schaue ich jetzt mal nach. Besser ist das. Denn vorhin war das nicht in Ordnung. 64. Oh ja, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie abgeschlossen, die 64. Und die 14 haben wir abgeschlossen, genau. So, das ist doch schon mal klasse. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Och ja, wisst ihr was? Jetzt baue ich die Zuckerfabrik. Ha, jetzt baue ich sie. Jetzt oder nie. Wo ist mein PKW? Da. So. Bisschen rausscrollen, dass ich das hinbekomme. Ich glaube, ich werde die ganze Karte ein bisschen umdrehen. Na, mal schauen. Erstmal schaue ich jetzt, dass ich die Zuckerfabrik an den Haken bekomme. So, Produktionen. Ja, es gibt schon eine ganze Menge Produktionen hier. Das ist, glaube ich, das Labor hier. Jawohl. Das kostet auch 1,2 Mille.
Das ist die Raffinerie. Das ist das Sägewerk, das haben wir ja schon. Das ist die Werkstatt, hier habe ich auch. Zellstofffabrik, ja, die muss ich auch noch bauen. Die kostet 1500, Quatsch, 1.500.000. Und das ist, glaube ich, die Zuckerfabrik, jawohl. Die werde ich mir jetzt aufstellen, wenn es irgend geht. Schauen wir mal. Das Ganze ein bisschen schräg stellen, damit ich ein bisschen bessere Übersicht habe. Oh, der Boden. Sehe ich gerade. Also, so müsste das eigentlich stehen hier. So. Bauen wir sie. Ja, nee, jetzt habe ich nicht mehr genügend Geld. Ich will ja auch nur eine Fabrik und nicht zwei. Ganz, ist gar kein Thema. So. Jetzt haben wir die Zuckerfabrik. Okay, da fahren wir doch mal gleich eben durch. Aber erstmal mache ich hier den Eingang soweit fertig. Landschaftsbau. Malen. Übrigens, ich hatte den Boden vorher angeglichen. Da habe ich jetzt kein V mehr drücken müssen oder irgendwas, wie es aussieht. Da haben wir ja gerade gemerkt. Ich war eben selber ganz verwundert. So, Pinsel rund. Ich denke mal, ich habe das Richtige. Ja, habe ich. Gut. Dann werden wir mal hier durchgehen. So. Ich werde mal den Pinsel etwas kleiner machen. Das ist besser. Hier in den Kurven zum Beispiel kann man da feiner arbeiten. Okay. Wie sieht das hier vorne aus? Das machen wir auch ein bisschen. So, und hier ein bisschen angeglichen. So, alles klar, das ist gut. Ich würde mal sagen, ich nehme hier noch was weg. Na? Was will denn meine Maus hier gerade eben Dummes machen? So. Ja, so gefällt mir das. So ist das gut. Hier genauso, ein bisschen abgeschrägt, genauso wie hier vorne. So. Und jetzt ziehen wir jetzt hier die Linie hoch. Hier links. So. Gut, gut, gut. Super. Naja, so viel wollte ich hier rechts gar nicht wegnehmen, aber es hat ein bisschen... Da kommen schon die Rehe zu besuchen, da guckt's an. Jo, ihr kleinen Tuttis. Hier mache ich mir jetzt noch was wieder neu hier. Das ist... Die Linie gefällt mir nicht ganz so. Machen wir das mal so. Habe ich... Ach so, unter Pflanzen ist der Grasmatt, stimmt. Ist ja unter Pflanzen. So, bitte einen runden Pinsel, wenn es geht. So, jetzt ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. So, dann wollen wir mal schauen. Später wird das hier noch ein bisschen anders dekoriert. Ach, hier rechts muss auch noch. Guckt mal an. Das ist ja auch noch nicht so richtig. Ja, Motor starten, ganz klarer Fall. Na komm schon. So. Hier muss noch was hin, ganz klar. Ganz klarer Fall. Pinsel. So, jetzt nehme ich noch das
eine Wachstumsstufe weiter mit ein bisschen was dazu. Das könnte ich eigentlich hier drüben auch noch so ein bisschen machen hier. Da die Ecke. Und hier eigentlich auch. So, das genügt. Ja, so ist es gut, würde ich mal sagen. Jetzt will ich mal hier durchfahren. Ich will nämlich schauen, wie das hinten aussieht auf der anderen Seite. Ob das dort passt. Mit dem Zaun und so. Hier, das sieht ganz gut aus. Mhm. Ja, das hat hingehauen. Möchte ich mal behaupten. Aber ganz klasse. Sehr gut. Das passt ja wie die Faust aufs Auge hier. Ganz toll. Boah, die Container hier. Naja, die stören mich. Hier fährt man ja durch. Da ist das Wasser wie gehabt. Ganz genau. Hier vorne sind die Paletten wieder. Alles wie es war. Sehr schön. Anbinden werde ich das später. Ich lasse den PKW hier stehen. Also die Zuckerfabrik haben wir schon mal. Und die wird ja wohl nicht verschwinden beim Update. Die steht ja auf einem Platz, wo sie sowieso hingehört. Und nicht auf einer Wiese. So, haben wir wieder was geschafft. Und ihr seid derweil fertig geworden. Ja, verdammt ist das toll. Ich hoffe, du wirst jetzt auch noch Rest abgetankt. Jawohl, macht er. Da kann ich den ja... Och, ja, ich habe es vorm Regen geschafft. Sehr gut. Jetzt schicke ich den dann... Ach ja, nicht bekommen. So, aber jetzt habe ich dich. Ich will dich ja gleich weiterschicken. Zum Getreidehandel. Da können wir die Mission nämlich abschließen. Ha, klasse. Jo, dann machen wir das eben mal. Schicken wir den mal dahin. Zum Getreidehandel. So, Verkauf. Da. So, da kannst du ab. Da können wir die Mission fertig machen. Und du fährst jetzt zu unserem eigenen Feld. Wir haben Raps. So. Kurs raus. Ich glaube, das war die 70, ne? Mal schauen eben. Nee, die 73 ist es. Ah, ich springe vorsichtshalber mal hin. Ja, es ist die 73. Alles klar. Gut. Es ist die 73. Dann schicken wir den mal dahin. Ich glaube, dort habe ich schon einen Kurs. Aber sicher bin ich jetzt nicht. Es kann auch täuschen. Doch, sehr gut. Kursladen, das ist ja wunderbar. Feld 70, so erster Wegpunkt, bitte schön. So, da kannst du da hin. Das kannst du alleine, hoffe ich, ohne irgendwo anzuecken, ne? Ich bleib noch einen Moment da. So, das klappt. Da vorne ist die Brücke. Du fährst mir nicht ins Meer, ne? Das will ich dir nicht geraten haben. So. Jetzt du. Du bist fertig auf der 64. Das hatten wir abgeschlossen. Richtig. Ach so, Kurs raus. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo du jetzt hindüsen wirst. Da haben wir bestimmt noch eine Möglichkeit.
Die 19, da ist einer, da ist der andere drauf. Ich habe hier noch Düngemissionen gesehen. Naja, Feld 2. Okay, warum nicht? Feld 2 also. Waren wir da schon mal? Natürlich nicht. Alles klar, da schicke ich dich erstmal hin. Alles Weitere dann. So, fahr erstmal hin. Okay. Er tut es. Das ist gut. Wie spät haben wir es? Oh ja, diesmal habe ich es abgepasst. Mit der Zeit. Ist ja Wahnsinn. Jo, dann werde ich nachher doch noch das Stroh hier einsammeln, fertig. Und dann können wir hier die Mission abschließen. Vorher möglichst nicht, sonst habe ich kein Stroh. Also, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund und mir gewogen. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Maritzel.